So, hey Leute, willkommen zu einer neuen Mod-Review und heute geht's mal um den Block-Launcher-Mod. Was der machen kann, das zeige ich euch nach dem Intro. Viel Spaß! So, da bin ich auch schon wieder. Dieser Mod oder diese Mod fügt ein paar Kanonen hinzu. Und zwar hier einmal die Block Rifle, die Block Cannon, also der Shot Block, dann den TNT Cannon und den TNT Launcher. Und was man damit machen kann, das zeige ich euch mal jetzt. Kommen wir erstmal zur Block Rifle. Mit dieser Kanone kann man eben die ganzen Blöcke, so wie sie hier sind, einfach hier durch die Gegend schießen und auch wirklich, dass die auch wirklich fest werden, wenn sie auftreffen. Also ich schieße hier ein bisschen, dann schlittern die ein bisschen, dann werden sie auch zum echten Block. Das funktioniert, indem ich hier einfach diesen Block im Inventar habe, rechts davon, rechts von diesem Item. Das funktioniert mit recht vielen Blöcken, hier zum Beispiel mit diesem Birchwood, kann ich das Ganze auch schießen. Und ja, das war die Rifle. Die Block Cannon funktioniert ganz genauso, nur dass wir eben das Ganze wie einen Bogen aufziehen können. Moment, ich muss hier Stein benutzen. Das funktioniert nämlich nicht mit allen Blöcken, sondern auch nur mit, ja, nicht mit allen, aber mit recht vielen eigentlich. Und mit dieser Block Cannon kann ich das Ganze eben aufziehen und mit recht hoher Geschwindigkeit eben schießen. Und damit kann ich auch Mobs treffen, die dann auch wirklich Schaden kriegen. Moment, ich gehe mal kurz zu diesem Schaf da hinten hin. Und wie das hier mit diesem Stein hier treffe, wird es auch direkt umgebracht. Und ja, das ist eben mit recht hoher Geschwindigkeit super cool. Kommen wir zur Shotblock-Kanone. Die kann das eigentlich recht schnell schießen. Hat jetzt aber nicht so einen großen Unterschied zu den anderen. Aber es gibt ein paar Modifikationen von diesen Kanonen eben. Und das macht es eben bei dieser Kanone aus. Also seht ihr später, was die Shotblock-Kanone alles noch kann. Kommen wir zu TNT-Cannon. Mit dieser kann man eben TNT schießen, wie es der Name schon sagt. Also ich drücke einfach Rechtsklick. Und dann wird hier ein Prime TNT dahin geschossen. Ich kann auch damit Tiere hier töten. Die kriegen auch Schaden, wenn sie hier getroffen werden sogar. Und damit kann man eben diese TNT-Blöcke herumschießen. So, zum TNT-Launcher. Das ist eigentlich genau dasselbe wie die TNT-Kanone, also Cannon. Nur, dass wir das Ganze wie beim Bogen wieder aufziehen können. Und wenn das Ganze auftrifft, explodiert es sofort. Und wir müssen nicht erst warten, bis dieses Prime TNT eben gezündet wird, sondern es explodiert einfach sofort. Und jo. So, dann haben wir auch Modifikationen von diesen ganzen Kanonen. Wie gesagt, von jeder Kanone gibt es jetzt eine Modifikation oder sogar mehrere. Und zwar von jeder gibt es schon mal diese Sticky-Version und eine Bouncing-Version. Die Sticky-Version kann ich mal kurz zeigen und die Bouncing natürlich auch. Ich nehme jetzt hier ein Block-Inventar. Und normalerweise schlittern die ja noch ein bisschen, bis die hier zum festen Block werden. Aber mit der Sticky-Version werden die sofort zum Block, wenn die hier auf dem Boden auftreffen. Also es, ich kann damit recht genau treffen, wo das Ganze solid werden soll. Und ja, das war die Sticky-Version. Die Bouncing-Version ist ein bisschen anders, auch richtig cool eigentlich. Und zwar wird das Ganze nicht fest erstmal, sondern wenn es auftrifft, wird es erstmal hochgebounced hier. Und funktioniert sozusagen wie ein Flummi und hüpft jetzt hier erstmal durch die Gegend. Und wenn das irgendwann ein bisschen ausgebounced hat, dann wird es auch richtig zum Block. Und wir sehen jetzt hier gleich, dass es gleich solid wird. Und da haben wir's. Und ja, so ist die Bouncing-Version. Das funktioniert übrigens mit allen Launchern hier. Also mit allen Block-Launchern hier ist es dasselbe. Und yo. So, von der TNT-Cannon und vom TNT-Launcher gibt es jeweils noch eine Harmless-Version. Und man kann sich schon denken, was die bewirkt. Wenn man das Ganze hier zündet, beziehungsweise schießt, dann macht das TNT keinerlei Schaden, weder in der Welt noch bei Mobs. Ich kann mal kurz hier unten zeigen. Bei diesem Schaf hier, ich schieße das Ganze mal hin. Und das macht einfach keinerlei Schaden bei diesem Mob. Lediglich wurde es weggeschlossen, also vom Rückstoß erfasst. Und das war's auch schon. Von der TNT, vom TNT-Launcher, genau dasselbe. Das macht auch keinen Schaden bei der Umwelt und auch keinen Schaden bei Mobs. Zum Schluss haben wir noch eine besondere Version von dem Shotblock hier, und zwar ist es die Superspread-Version. Und man kann sich schon denken, was das ist, und zwar mache ich hier einfach mal Rechtsklick, zack. Und man sieht hier schon, ich habe den falschen Block verwendet, Mann. Ja, das schießt einfach extrem viele auf einmal. Ich kann es dir nochmal zeigen, okay, es geht mit diesem Block gar nicht. Schade, muss ich einen anderen nehmen, zum Beispiel hier, nehmen wir mal den Grasblock. Das muss im Stack vorhanden sein übrigens, damit es funktioniert. Und man kann damit eben extrem viel auf einmal schießen. Ich finde es richtig cool, wenn man richtig viel auf einmal hier ein bisschen verteilen kann. Und damit richtig die Welt demolieren kann. Und ja, die Mod fügt natürlich auch noch ein paar Verzauberungen hinzu. Und zwar haben wir jetzt hier erstmal No Gravity.
Das macht eben, dass diese fliegenden Blöcke von der Gravitation eben nicht erfasst werden. Also wenn ich zum Beispiel in Luft schieße, dass die ewig nach oben fliegen und einfach nicht nach unten kommen. Und es gibt noch zahlreiche andere, die man vielleicht hier mal kurz einblenden kann, die das Ganze noch ein bisschen modifizieren, das noch ein bisschen cooler machen vielleicht. Yo, im Grunde war es das auch schon von dieser Mod. Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Ganze findet. Ich finde es richtig cool eigentlich, dass man hier die Blöcke richtig mit Kanonen rumschießen kann und die auch solid werden. Das geht natürlich auch im Multiplayer und hoffe ich doch mal. Also ich denke schon, ja, ist ein Forge-Mod auf jeden Fall. Und ja, wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich natürlich wie immer über eine Bewertung freuen. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.